geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge auf der RTG Road to Glory. Und wir werden heute versuchen, unser Team zu verbessern. Justin blendet unser jetziges Team ein. Die Weekend League naht langsam. Das heißt, wir müssen unser Team so meta wie möglich hinbekommen. Wir haben noch ein, zwei Baustellen im Team. Und das Team an sich sieht noch verbesserungsfähig aus. Es gibt andere Streamer, wie zum Beispiel ein Merk. Der hat ein besseres Team und spielt auch RTG. Man muss dazu sagen, er spielt nur RTG. Und ich habe zwei Accounts. Ich werde heute auf jeden Fall versuchen, mein Team zu verbessern, weil ich muss konkurrenzfähig sein in der ersten Weekend League. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die RTG gefällt. Und einen Kommentar, wie es euch und euren Großeltern gerade so geht. Vier Packs und noch ein fünftes, wo zwei 83-Plus-Spieler drin sind. Angeblich quitten alle bei 1-0. Und deswegen werden wir das austesten und versuchen, das zu gewinnen. Okay, das müsste bei Freundschaftsspiele sein, glaube ich. Team erfüllt folgende Bemeldung. Team Gesamtwertung maximal 80. Oh Mann. Ich muss ein neues Team machen. Warte, was muss ich noch für eine Erforderung erfüllen? 87 und Gesamt mag höchstens 0. Achso. Grabenwerk gibt sogar mehr Chemie. Haben wir noch einen über 87? Nee. Aber wir müssen noch einen raustun. Irgendwen mit weniger Rating reinpacken. Vielleicht Depay? Ah nee, warte mal, brauchen wir gar nicht. Wir können auf die Bank einfach schlechtere Spieler spielen. Einfach hier ein paar Bronzespieler reinpacken. Oder? Das müsste schon reichen. Ja, passt. Hamid ist so clever. Let's go. Oh mein Gott. Elfmeter. Nice. Digga, ruhig spielen bringt so viel, ne? Glaub nicht! Mein Torwart läuft weg! Er läuft nicht zum Ball! Let's go, Chat! Alter, da sind wir wieder! Schöner Ball. Nehme ihn jetzt einfach nur gut an und. Jawohl. Habt ihr das gesehen? Hamed Loco. Ah. Scheißegal, Digga. Das war's, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Irgendwie hat alles geklappt. Oh yes. Oh yes, baby. Oh yes, baby. Oh mein Gott, Digga, was ein dicker Fehler. Gönn dir. Komm, gönn doch, gönn doch! Wieso bist du so? Dankeschön, Bruder. Bald mehr, Bruder. Ehrenmann, Digga. Ehren. Noch 22 Subs, dann haben wir die 2000. Ich bin gespannt, wie viele morgen weg sind. Komm, geh doch einfach raus auf korrekt, Bruder. Muss nicht sein, finde ich. Gönn ich nicht. Oh nein, er wird aufholen. Safe. Was er denkt, Digga. Gegen wen denkt er spielt er? Ja, mein Juch. Danke. Oh mein Gott. Er holt noch auf, Chat. Noch zwei.
drei Siege. Evo Lounge. Wir gehen rein. Wir holen uns den Sieg heim. Oh, was ein krasser Reim. Hm? Habe ich nur ein Bein? Nein, drei. Oh mein Gott. Komm, geh raus, gönn doch, bitte. Bitte, geh doch raus, bitte, bitte, bitte. Bitte. Och Mann, Chat, seid mal ehrlich. Was? Chat, yo, was? Sehr schöner Schuss, Dybala, und das war's. Sieg. Ich weiß, fehlt uns jetzt noch ein Sieg, Chat? If I'm correct, ein Sieg oder zwei, oder? Oh mein Gott. Er geht sogar raus. Wir haben es geschafft. Let's go. Wichtig. Bam, zack. Alles abgeholt. Man hat keine XP dafür bekommen. Was bis. Also es hält sich in Grenzen. Es ist jetzt nicht so crazy. Aber das ist die RTG, Leute. Wir nehmen jeden einzelnen Spieler mit. Sollten wir keinen guten Spieler bekommen, nehmen wir SBC-Futter mit für SBCs. Wie der Name schon sagt. Also alles, was High Rating hat. Und diese drei Goldspieler, die kann man auch schon benutzen für irgendwelche SBCs. Let's go. Wir fangen an mit diesen, genau, ganzen seltenen Spielerpacks. Da ist nur ein einziger seltener Spieler drin. Also erwarte ich jetzt nichts Krasses. Aber so eine kleine Hoffnung, dass wir so einen guten Spieler ziehen, die ist da. Mhm. So, seltener Profi Nummer 2. Kein Workout. ZOM? Leverkusen, Wirtz? Hofmann? Hofmann, 83er. Woo. Zwei 83er aus den Packs. Das ist gut. Da muss ja nur ein 75er drin sein. Das nächste. Seltene Spielerpack und auch wieder kein Workout, aber England. ZM ist Müll. Okay, das ist Müll. Willock. Nehmen wir aber mit. Der hat sogar gute Stats. Aber nicht so gut wie unsere Mittelfeldspieler, die wir gerade drin haben. So, kommen wir jetzt zum zwei seltenen Spielerpack. Jetzt wird spannender. Kein Walkout. Kolumbien? Cuadrado? Nee, leider nicht. Ospina. Ospina bei Al-Nassr. Ex-Napoli-Legende. Leider jetzt bei Al-Nassr ist jetzt nicht mehr so eine Legende. Okay, letztes Pack, 283 plus. Darauf haben wir gegrindet. Kriegen wir eine Belohnung? Ja oder nein? Also ist unsere Belohnung gut? Ja oder nein? Brasilien? Stürmer? Gabriel Jesus? Ne. Ja! Let's go, Digga! Dickes W! Dickes W, Digga, es hat sich einfach gelohnt. Und Marco Reus noch dahinter. Gabriel Jesus ist seine 20k wert, Digga, und damit ein dickes Upgrade zu Martial oder einem anderen Stürmer, den wir haben. Ey, lecker! Alter, es hat sich einfach gelohnt. So geiles Gefühl. So ein geiles Gefühl, Chat. Es ist unfassbar. So, wir holen unseren Neuzugang direkt einfach mal rein. Und Bruno darf natürlich auch direkt wieder rein. So. Die Frage ist, was kann Gabriel Jesus alles? Da verlässt Felipe Anderson unser Team für Gabriel Jesus. So sieht unser Team neu aus. Oh, er kann gar kein LF. Er kann nur LM. Wie ist es mit Martial? Ach komm schon, bitte. Nee. Mist. Das ist nicht so gut. Unser LF ist gerade flöten gegangen. Das ist nicht so gut. Ich dachte, er kann auch LM. Das Problem ist, Gabriel Jesus kann nur RF. Er kann auch MS theoretisch, was nicht schlecht ist. ZOM kann der hier. Sturm oder MS. Hm. LM oder MS. Digga. Einer ZM. Ne. Oh mein Gott, Digga, ich klicke immer darauf, wo früher Formation war.
Martial auf die Bank? Fragezeichen. Aber 67 Spiele, 36 Tore. 20 Spiele, 6 Tore. Und wenn ja, wen soll ich reinmachen für Martial? Also halt nur 26 Chemie, aber ich finde es jetzt gerade eigentlich nicht schlecht. Und darauf haben wir geschwitzt und das haben wir geschafft. Das Upgrade von Danjuma auf 83. Los geht's. Digga, sieht so cool aus, ne? Jetzt das Krasse an ihm, nicht nur seine Stats und dass er eine 83er hat, sondern, Digga, sondern seine 5 Sterne Weak Foot, Bro. 5 Sterne Weak Foot ist heavy. Vor allem für den Sturm. Geisteskranke Karte, so. Wir wollten aber eigentlich Deadeye. Was haben wir für Chemistry Steals? Wir haben Hawk theoretisch. Deadeye gibt ihm passen, das braucht er nicht. Wir spielen ihn dann wirklich im Sturm. Wir geben ihm unser Hawk, was wir haben. Und damit hat er 90er Abschluss, nochmal dicken Tempo-Boost. Sieht gut aus. Schusskraft nochmal 93, Weitschüsse auch nochmal auf 90, was ein bisschen unnötig ist, aber egal. Und Stärke, Sprungkraft und Aggressivität geht hoch. Sehr schön. Ist eine super Karte. Das ist eine super Karte. Theoretisch könnten wir den Pass von Gabriel Jesus ein bisschen verbessern. Weil wir ihn ja eher so als Flügel spielen, so. Sein Tempo ist nicht heavy. Deswegen scheißen wir bei ihm mal auf Tempo. Und dann kriegt er nochmal einen 89er kurzen Pass. Leider keinen langen Pass. Warte mal. Achso, doch, dein Juma hat volle Chemie. Let's go! Und wir beenden diese Folge mit ein Pack W's Premium Gold Profis Pack. Das heißt, ein 25k Pack. Mit einem Spieler garantiert über 80 plus. Mal schauen. Ich habe keine hohen Erwartungen, aber ich nehme noch mal ein Pack mit als Abschluss. Danjuma war die Krönung eigentlich. So. Slowakei Stürmer? Frankfurt? Keine Ahnung. Kokla! Und oh, McDonald had a farm, here, here, ho, let's go. Und wir haben sie schon. Ihr wisst, was das heißt. Hier wird kein Spieler zurückgelassen. Wir machen nochmal ein 2 seltenes Goldspieler-Pack. Machen nochmal ein 2 seltenes Goldspieler-Pack auf. Let's go. Da muss jetzt nichts drin sein, wirklich. USA, Tor, das ist bestimmt eine Frau. Chicago Red Stars. Irgendwie macht sie mir Angst. Das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Ich gehe jetzt schlafen.